Lange standen die Gebäude des ehemaligen Krankenhauses in der St. Jakobistraße leer und verfielen zusehends. Pläne für eine neue Nutzung gab es über die Jahre immer wieder, doch wurde bis dato keiner davon umgesetzt. In den letzten Wochen konnten nun Abrissarbeiten auf dem Gelände wahrgenommen werden. René Dezner mit seiner Firma ID Invest hat der Stadtverwaltung ein Projekt vorgestellt und nach einigen Gesprächen auch die nötigen Genehmigungen zum Bau erhalten. Was hier genau entstehen wird, erfahren wir von dem Geschäftsführer. In Hettstedt am Standort des ehemaligen Krankenhauses in der St. Jakobistraße haben wir das alte Krankenhaus, was dort über 30 Jahre mehr oder weniger nicht in Funktion war, abgerissen. Und wir haben vor, innerhalb der nächsten 24 Monate dort Wohnungen, Servicewohnungen für ältere Bewohner der Stadt Hettstedt und gleichzeitig ein Pflegeheim auch in Anlehnung an das Servicewohnen zu errichten. Dazu haben wir aktuell alle Grundvoraussetzungen geschaffen. Das heißt, der Abriss des alten Krankenhauses ist erfolgt, vollständig, was auch, denke ich mal, bei den Anwohnern und Umliegenden zu relativ wenig Problemen führte. Das Ganze geht jetzt fort, dass wir mittlerweile in die Phase des Rohbaus und Ausbaus übergegangen sind und uns aktuell in einem guten Zeitplan befinden. Ja, und gerne alle zukünftigen Bewohner in den nächsten 4 Wochen darüber informieren werden, wie es weitergeht und was wir dann hier anbieten werden. Bei einem kleinen Baurundgang verschaffte sich Bürgermeister Dirk Fuhlert einen Überblick über den aktuellen Baustand. In diesem Bereich werden aus den alten OP-Sälen künftig 23 Wohnungen mit 28 bis 48 Quadratmeter Fläche entstehen. Weiterhin werden Aufenthaltsräume auf jeder Etage errichtet. Hier können künftig Senioren eigenständig leben, aber nach Bedarf den Service einer Seniorenbetreuung und Pflege nutzen. Die Sozialstation als Eigenbetrieb der Stadt Hettstedt verkündete in der letzten Woche großes Interesse, dieser Anbieter zu sein. Ein Konzept wurde bereits in den verschiedenen Ausschüssen vorgestellt. Die Stadträte werden sich demnächst damit befassen und dann eine Entscheidung treffen. René Dezner investiert in dieses Projekt ca. 6,5 Millionen Euro. Eine enorme Summe, die er jedoch aufgrund der hervorragenden Lage des Geländes zum Markt und der demografischen Situation nicht in Gefahr sieht.